Hallo zusammen, ich ist wieder heute Land, euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs und so wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um den Great Vault und da war ich letzte Woche wieder fleißig, war mit einigen Chars im M-Plus unterwegs, mit ein paar im PvP und ich würde sagen, wir schauen mal rein, was ich kriege. Ich bin ja aktuell dabei, die ganzen Mythic-Sets unter anderem voll zu kriegen, zum Beispiel mit dem Hexer fehlt mir jetzt tatsächlich nur noch ein Slot und zwar einmal hier die Handgelenke. Handgelenke habe ich natürlich schon. Und ja, jetzt hoffen wir mal, dass der Gürtel drin ist. Und wenn nicht, dann nehme ich wahrscheinlich die Wappen des Wurms, um einfach, wenn ich jetzt im Plus die gedroppt bekomme, dass ich die dann direkt upgraden kann. Gut, würde ich sagen, schau mal rein. Drücket mir die Daumen, dass ich was Gescheites rauskriege. Ich war, glaube ich, 4 Keys. Das schaut schlecht aus. Also wir haben einmal Hände drin und wir haben einmal einen Trinket drin. Jetzt an sich wäre das Trinket natürlich schon ein Upgrade, aber ich nehme lieber die Marken, dann bin ich da auf der sicheren Seite. Wir nehmen die Marken. Ja, ist ein bisschen schade, was wir machen, ne? Wenn man nur ein Slot braucht, dann ist mir die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch, dass man den richtigen kriegt. Also wir tauschen uns gegen die Marken ein. Dann haben wir zumindest schon mal 30. Falls ich jetzt irgendwo einen Gürtel im M-Plus bekomme, müsste es jetzt eigentlich schon reichen, dass ich ihn komplett quasi auf 419 upgraden kann. Juti, ich hoffe, in den anderen Chars haben wir ein bisschen mehr Glück. Als nächstes haben wir dann den Priester. Mit dem brauchen wir noch 2 Slots. Und zwar brauche ich noch einmal Schuhe und eine Taille. Übrigens so am Rande, ich war letzte Woche über 40 Keys gewesen. Mit den meisten Chars war ich 4 Keys. Nicht mit allen, aber mit fast allen. Also mit jeder Klasse einmal. Druid ist raus und ein Pala habe ich, glaube ich, nur 3 gemacht, aber da habe ich jetzt das Ski auch fertig. Gut, auch hier haben wir leider kein Glück. Wir haben eine Brust und einen Ring. Der Ring wäre ein gutes Upgrade. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie das bei dem Priester aussieht, aber ich glaube, der braucht noch so kleine Marken. Ja. Okay, ja, der Ring wäre zwar ein Upgrade, aber ich brauche die Marken, wenn ich eins von den Slots kriege, nur dass ich es ein bisschen upgraden kann. Dann machen wir das mal so. 2. Schade, auch das war leider nichts. Mit dem auch nochmal lostigern. Den nächsten Char, den wir haben, ist jetzt ein Magier. Das ist jetzt keiner von meinen M-Plus-Chars, sondern mit dem war ich im PvP unterwegs. Und ja, jetzt muss man mal gucken, vielleicht ist hier irgendwas Schickes drin, was ich noch brauchen kann. Ich habe ja erst 4 PvP-Slots, jetzt schauen wir mal. Irgendwas wird schon sinnig dabei sein. Wir haben einen Kopf, wir haben einen Umhang und wir haben eine Schildhand. Also gut, die Schild, also ich brauche noch alles für Timok. Ich glaube, das meiste bringt mir tatsächlich einen Kopf, deswegen werden wir den nehmen an der Stelle. Kann ich nämlich dann in Tiergear umwandeln. Dann gibt es noch ein zweites T-Mock. Das würde ich sagen, machen wir dann gleich mal. So, okay, das einmal. Dann legen wir den auch an. Der hat nämlich Crit drauf. Das ist jetzt nicht so optimal, sagen wir es mal so. Naja gut, 2 Set-Teile habe ich schon. Eventuell hole ich mir dann noch ein drittes. Ja, ist auf jeden Fall zumindest schon mal ein Upgrade, ne? Aber klar, wenn man jetzt, wie ich jetzt hier mit dem Magier noch fast jeden Slot offen hab, dann ist es immer ein bisschen einfacher, das Richtige zu kriegen oder noch was zu kriegen, was man brauchen kann. Jetzt bei meinen ganzen M-Plus-Chars ist es tatsächlich so, dass ich, wenn dann noch ein oder maximal 2 Items brauche. Mit manchen Chars bin ich auch komplett durch, da brauche ich nur noch Marken, ne? Deswegen schaue ich auch immer, dass ich die Marken nehme, wenn es kein T-Mock-Teil quasi rumkommt. Okay, da ist jetzt Mastery und Tempo drauf, ist jetzt leider kein Versa. Aber ist, denke ich mal, trotzdem okay. Gut, dann schauen wir weiter. So, den nächsten Char, den ich habe, das ist so ein bisschen Sonderfall. Da habe ich nämlich beides gemacht. Ich habe so ein bisschen im Plus als auch PvP gemacht. Und zwar, eigentlich habe ich mit dem als Tank im Plus gespielt, aber das ist auch der Char, der quasi hier die Legendary-Waffe hat. Im Plus mache ich Tank, ne, weil man da einfach schneller in den Gruppen kommt oder auch schnell Leute findet. Aber ich will ja die Waffe nicht ganz verkommen lassen, deswegen dachte ich mir, gehe ich im PvP auch mit dem Legendary. Jetzt muss ich kurz PvE... Oh, hab ich da versehentlich was verkauft? Ach ne, das habe ich schon an hier. Nein. Ah, perfekt, ich habe es nicht gespeichert. Naja, gut, egal. Ich habe aber meine Liste, jetzt muss ich mal kurz nachschauen, was brauche ich mit dem noch? Mit dem brauche ich noch einen Kopf und einen Brustslot. Also 2, ich hoffe, das kriege ich raus, sonst nehme ich halt...
Wenn dann das PvP-Zeug oder die Marken, da muss ich mal noch gucken. Moment, warum hat der... Also ich habe ein Schmuckstück. Brauche ich natürlich nicht. Einen Rücken brauche ich auch nicht. Und das PvP-Teil, das wäre ein Kopf. Glaube ich, nehme aber lieber die Marken. Weil... Jawohl, wie viel brauche ich denn noch? Wie viele Marken? 160 kleine brauche ich noch. Schwierig. Mal kurz gucken, wie viel ich von den anderen noch habe. Aspekt habe ich 56. Ah, ich muss fast die Marken nehmen, ne? Das hilft alles nichts. Ja, wir nehmen die Marken, scheiß drauf. Ich brauche nämlich da noch ziemlich viel. Ich habe mir da eine Liste gemacht. Ich kann es euch mal zeigen. Das können wir dann gleich eintragen. So, jetzt haben wir nämlich hier, wir hatten 4 Stück und dann müssten wir 49 haben, oder? Wenn ich die lerne. 40. Ich habe hier so eine kleine Liste. Und dann kann ich hier die Würmmarken eintragen. 49. Seht ihr? Das sind die Marken, die ich quasi noch brauche. Halt das jetzt auch nicht mehr grün, weil ich mein Legendary abgegradet habe. Da sieht man, welche Slots ich noch brauche, ne? Wie viele Slots es insgesamt noch sind. Und da habe ich jetzt so ein bisschen mit den Marken dann auch geguckt, wie viele ich habe und wie viele ich benötige. Und dann halt die Differenz. Ne? Bei einigen brauche ich halt noch viele Marken. Jetzt selbst, nachdem ich die 49 hier eingetragen habe, brauche ich immer noch 116 von den kleinen. Also theoretisch zum Upgraden, ne? Wenn ich es jetzt nicht aus dem Vault rauskriege. Mit ein paar anderen Klassen auch noch. Dementsprechend habe ich mit dem Priester und mit dem Hexer jetzt auch die Marken genommen. Schlichtweg, um halt einfach zu gucken, dass ich, da ein bisschen auffülle. Beim Worry ist es jetzt zum Beispiel so, der braucht noch 2 Slots, hat aber noch so ein Multitoken. Dementsprechend ist es trotzdem nur ein Item, was ich brauche. Also ich brauche, wenn dann, den Kopf oder die Brust und mit dem anderen kann ich halt dann das Multitoken noch benutzen. Genau. Gut, dann war das leider eine Nullnummer, dann gucken wir weiter. So, ich hoffe, dass ich jetzt endlich mal was bekomme. Ich habe jetzt hier noch einen Evoker und der braucht auch noch einen Slot, und zwar die Schultern. Tja, das sind keine Schultern, das ist ein Hals. Mit dem habe ich nur einen Key gelaufen. Ich brauche sogar Crit, der wäre sogar ein ziemlich gutes Upgrade. Jetzt muss ich mal in meine Liste schauen, ob der noch Marken braucht. Nicht wirklich, ne? Also ich könnte hier sogar den Hals tatsächlich nehmen. Ja, komm. Wir nehmen den Hals, scheiß drauf. Mit dem habe ich nur einen Key gemacht. Weil ich eh genug Marken habe und quasi nur ein Slot brauche. Ja, gut. So rum. Ja, der hat hier 44. Gut, wenn ich wieder einen Key laufe, dann habe ich hier die 15 E. Gucken wir mal. Den Hals, ja, du. Dann basteln wir mal das gleich mal drauf, hätte ich gesagt. Dann noch ein bisschen besseren Hals. Also was brauchen wir? Wir brauchen Gegenstandsverbesserung. Hals. Dann brauchen wir hiervon 1 und von denen am besten 2. Und ja, du könntest eigentlich so einen epischen drauf basteln, aber wir machen jetzt mal hier Alex. Irgendwas heißt das, okay. Dann gehen wir Edelsteine. Sonstig ist es, glaube ich, drin. Und welche wollte ich haben? Ich Crit-Versa brauche ich. Also, dann nehmen wir 3 Stück. Und dann hat der hier nochmal ein bisschen extra Crit. Ich glaube, Evoker ist eine der wenigen Klassen, die tatsächlich auf Crit geht. Und zwar gibt es da so einen Bonus, dass du durch Crits nicht 100% mehr Schaden kriegst, sondern 100 irgendwas Prozent, also 112 oder was es war. Oder 15, keine Ahnung. Also, die Crits machen nicht nur das Doppelte, sondern sogar mehr als das Doppelte. Deswegen ist Crit anscheinend beim Evoker relativ gut. So, okay, das und das. Hat er jetzt auch einen halbwegs vernünftigen Hals. Bei mir sind halt immer die Ringe und Hälse und so sind halt low. Trinkets auch, ne, weil die keinen T-Mog bringen. Also die haben halt keine Prio quasi. Gut, dann hat er zumindest ein Gear-Upgrade. Ja, hätte lieber einen T-Mog gehabt. Ich sag's euch, wie es ist. So, dann haben wir als nächstes einen DK. Mit dem war ich auch im PvP ein bisschen unterwegs. Und... der hat hier einige Slots drauf. Okay, die Schultern habe ich schon. Den Kopf habe ich auch schon. Nur die Hose. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen tatsächlich.
weil ich darf auf keinen Fall das Set voll machen. Klingt jetzt komisch, ist aber so, denn... okay, die Brust habe ich auch nicht. Die habe ich gecraftet. Heißt, Moment. Waffe, ne? Hat direkt das Token genommen, oder? Hat die dann ein anderes Aussehen? Komisch, dass die jetzt hier nicht drin ist, obwohl das ja eine PvP-Hose ist. Ja, weird. Aber die Brust ist eh noch offen, also das geht. Warum ich das Set jetzt nicht voll machen darf, liegt schlichtweg daran, wenn jetzt nächste Expansion die Assemble rauskommen und du ein volles Set hast, dann kannst du das Assemble nicht mehr lernen und dann kann ich alle anderen IDs aus dem Assemble kriege ich dann nicht mehr. Deswegen muss ich mir echt aufpassen, dass ich auf keinen Fall das Set komplett voll mache, ne? Das ist halt ein bisschen blöd bei diesen PvP-Sachen. Außer man hat, kauft sich wirklich jedes Item, ne? Aber da müsste man auch alles in den Katalysator und so packen. Also, ja. Gut, dann haben wir zumindest hier nochmal einen T-Mog. Als nächstes haben wir jetzt noch einen Demon Hunter. Auch mit dem war ich im PvP. Also der müsste da ein paar Slots haben. Schauen wir mal, ob wir Glück haben. Okay, wir haben schon mal Schuhe drin. Gut, da habe ich nämlich craftete. Dann haben wir eine Brust. Da habe ich auch ein crafted Item. Und dann haben wir hier noch Hände. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Wir gucken jetzt nochmal wegen dem Set, dass wir das nicht voll machen. Okay, Brust und Schuhe wären tatsächlich hier noch offen. Ob ich die Marken schon ausgegeben habe, mal mit dem bin ich fertig, okay. Also ist eigentlich egal, ob wir die Schuhe oder die Brust nehmen. Eigentlich können wir die Brust nehmen und sie auch in den Katalysator packen. Nur dann kriegen wir noch zwei Slots. Das wäre wahrscheinlich gar nicht so blöd tatsächlich. Und das machen wir doch mal. Muss man echt immer gucken, ne, dass man nicht versehentlich das Set voll macht. Oh, Moment, da habe ich jetzt noch ein anderes Mount rausgezogen. Das machen wir nicht. Brauchen wir 5 Jahre. Einmal rauf zum Katalysator. Naja, da hätte ich ja sogar noch einige Slots offen gehabt. Ich habe mir jetzt dann immer halt auch diese 2 Craft-Teile hergestellt, ne. Da kriegst du ja mit... den ersten paar Games, die du machst, so eine Kiste und aus der Kiste kriegst du dann eine Quest raus und dann kannst du dann quasi 2 Teile auf hohes PvP-Item-Level hochkriegen, ne, 528. Das ist immer ganz praktisch. Gut, braucht man natürlich Funken, aber in dem Stand der Season hat man natürlich da genug von den Sachen. So, also jetzt packen wir das hier mal rein. Ich denke mal, das können wir auch reinpacken. Mit dem Demon Hunter bin ich nämlich fertig. Upgrading fürs Elite-Set. Was ich jetzt auch diese Season nur gemacht habe für die IDs, ne? Das Aussehen habe ich ja von letzter Season, weil es ist 3. und 4. Season gleich. Aber es gibt halt ein paar neue IDs, deswegen mache ich den ganzen Spaß. Okay, und die Sachen, das sind alles irgendwelche alten, also die brauche ich da gar nicht reinpacken. Genau, okay, dann hatten wir den Demon Hunter auch. Dann haben wir als nächstes meinen Hunter. Mit dem habe ich auch beides gemacht, im Plus als auch PvP. Ich dachte mir, bei dem habe ich jetzt hier den Bogen schon relativ weit. Ich hatte einige Aspektwappen offen und da habe ich gedacht, komm, bastest den auf 535. Das hilft dem PvP sicher auch was. Ne? Ist halt immer blöd, mit einem Char beides zu machen, weil der Volt sich dann teilt. Und auch dieses eine Multitoken. Aber naja, jetzt schauen wir mal. Wenn mein PvE-Item rauskommt, was ich brauche, und zwar, was brauche ich? Gürtel. Dann nehmen wir es, sonst, ja, haben wir gelitten und ich gucke jetzt gerade mal, also wir haben eine Schusswaffe, brauchen natürlich nett und eine Hose und gut, jetzt könnte ich halt hier das PvP-Item nehmen, ne? Ich muss mal schauen in meine Liste zwecks Marken, nee, mit dem Hunter habe ich genug Marken, da brauche ich auch keine Marken, oder warte mal, wie viel habe ich jetzt hier noch offen? Ah, die ganzen Aspektmarken habe ich ausgegeben für die Waffe, ne? Das ist natürlich blöd. Ja gut, jetzt brauche ich noch 27 Aspektmarken, aber ich muss ja erstmal das Item noch kriegen, ne? Weil das kann eigentlich gar nicht sein, dass ich 27 Aspektmarken brauche. Benötigt sind, ich brauche doch nur einen Slot, oder? Jetzt muss ich mal kurz meine Tabelle gucken. Ja, ich brauche nur einen Slot, okay, das habe ich anscheinend noch nicht angepasst. Ich habe nämlich in M Plus letzte Woche ein Teil gekriegt, ich glaube Handgelenke waren das, was noch offen war. Und jetzt brauche ich halt nur noch den Gürtel. Also, habe ich das hier gemacht mit PvE und PvP-Gear? Ah, hier habe ich es tatsächlich gut gemacht. Beim Warrior habe ich es verkackt. Ich brauche hier nur noch den Gürtel. Die ganzen anderen Dinger habe ich. Aber gut, jetzt nehmen wir eher das PvP-Zeug. Hätte ich gesagt.
Und was brauche ich hier noch? Ja gut, da brauche ich schon noch einiges, ne? Also jetzt könnte ich das Trinket nehmen, die Brust oder den Kopf. Gut, ich sag mal so, beim Kopf wäre sogar noch ein Sockel drauf. Ich glaube, ich nehme hier den Kopf und packe den auch in den Katalysator. Weil das, was ich jetzt habe, ist 519 aus PvE. Und im PvP skaliert der Kopf, den ich jetzt gekriegt habe, auf 528. Und da wäre der tatsächlich schon besser. So, wo ist denn der jetzt hin? Ach, hier haben wir den. Okay, also ich würde sagen, den packen wir jetzt hier oben noch in den Katalysator und dann kaufe ich noch irgendeinen Sockel. Der, also eigentlich, man muss ehrlich sagen, besser als das Ding geht's gar nicht. Das hat einen Tertiärstat drauf, also Lebensraub, was im PvP schon gut ist. Ich glaube, naja gut, Movement Speed wäre wahrscheinlich sogar besser, aber Lebensraub ist auch nicht schlecht. Und es hat einen Sockel. Ist jetzt, naja, gut, den Char eigentlich ein bisschen, ne? Also brauche ich jetzt nicht wirklich, aber ist nice to have. Ein paar mehr Stats, ne? Ein bisschen Min-Maxen ist natürlich nicht verkehrt. So, jetzt packen wir das rein. Hier gibt es dann nämlich auch nochmal einen PvP-T-Mock. Und dann muss ich mal noch gucken, was ich an Sockel drauf mache. Wahrscheinlich irgendwas mit Versa. Was habe ich denn da drauf? Versa Mastery. Das hört sich doch nach einem Plan an, oder? Machen wir das doch da auch drauf. Schaue ich mal kurz, wie heißen die Dinger? Malekith ist das. Okay. Und nochmal Malekith, und da brauchen wir Versa Mastery, natürlich der, der am meisten kostet. Ich sag's euch, ich werde arm durch das Ganze hier. Packen wir den gleich rein und dann muss ich noch das unter PvP-Gear speichern, dass ich immer schön hin und her switchen kann. Ich sehe mich schon in der nächsten M+, ne? Da kannst du das Gear drin tauschen. Dann vergesse ich so ein Spiel hier schön mit dem PvP-Gear, mit den Green 4, 54 Items, ne? Die skalieren ja nur im PvP auf 515 hoch. Naja, gut, dann sind wir mit dem auch fertig. Also bis jetzt muss ich sagen, was M-Plus-Items angeht, ist ja mega mager. Klar, die PvP-Sachen, aber ich hätte lieber die M-Plus-Items. Ich sag's, wie es ist. Naja, mal gucken, vielleicht kriege ich ja noch was mit den anderen. Als nächstes haben wir hier noch einen Monk. Und beim Monk ist es so, der hat, glaube ich, jeden Slot an sich schon mal. Also wenn wir da jetzt mal drüber gucken, der hat jeden Slot, den ich upgraden kann, hat aber noch nicht alles fertig abgegradet. Ich habe noch zwei Sachen, was ich nicht fertig abgegradet habe, und zwar einmal die Handgelenke und die Schuhe. Da habe ich, glaube ich, noch nicht die Marken, ne? Und je nachdem, was wir da jetzt drin haben, vielleicht haben wir eins von den beiden Slots drin, können wir vielleicht das andere upgraden oder mal gucken, wie wir es dann machen. Am besten wäre, wenn die Schuhe drin wären, ne? Ja, gut. Ja, gut, da war es nix. Ein Kopf mit Sockel. Und einen Streitkolben. Also wir nehmen hier auf jeden Fall die Marken. Und jetzt muss ich mal gucken. Hier noch zwei Stück nehmen. Ob das mit irgendwas PvE-Technisches weiterkriegen, hätte ich gesagt, wir graden das Ding jetzt auf quasi 5 von 6 ab, also auf 519. Dann habe ich das Thema auch schon mal. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon. Warte mal, das muss ich, glaube ich, nach oben in den Katalysator packen. Katalysator packen. Mal hier nach schon, nett, dass ich jetzt irgendeinen Käse mache. Katalysator. Jetzt hier auf dem Zwinker-Count, deswegen sind die Werte alle ein bisschen anders, ne? Also nicht wundern. Genau, brauche ich beides noch. Also das machen wir jetzt mal hoch. Und dann muss ich mal gucken. Naja, ich könnte das jetzt noch um eine Stufe erhöhen. Aber hier brauche ich dann noch zweimal die Würmwappen. Und einmal halt 15 Aspekt. Also ich brauche noch ein paar Würm. 26 Würm brauche ich dann noch. Und ich würde sagen, die packen wir jetzt schon mal oben in den Katalysator. Hatte ich anscheinend bei beiden noch nicht gemacht, ne? Einfach Charges sparen, man weiß ja nie. Es hätte ja jetzt auch, ne? Ich hätte jetzt auch Lack haben können. Und quasi im Vaulten-Item drin, dann hätte ich mir die Charges sparen können. Aber irgendwie, also meine PvE-Items, müsst ihr überlegen. Ich war letzte Woche über 40 Keys und bis jetzt gab es da einfach noch gar nichts raus. So belastend ist das, ich sag's euch. So, jetzt packen wir. Ja gut, ich habe nur 6 Aufladungen, ne? Also es wäre jetzt nicht unbedingt nötig gewesen.
Aber das Gute ist, beim Monk habe ich zumindest die ganzen Slots schon mal. Da muss ich nur noch Marken farmen, da ist es kein RNG mehr. Da weißt du, okay, so und so viele Keys läufst du noch, dann hast du das Ganze. Gut, okay, dann brauchen wir jetzt mit dem Monk tatsächlich nur noch eins, und zwar die Schuhe. Und ja, dann bin ich die fertig. Jetzt mache tue ich das mal in der Liste noch kurz markieren. Und mit den Marken, das muss ich vielleicht auch noch mal kurz ändern. Ich brauche jetzt quasi noch 30 von den Würmmarken und habe 4. Und von den Aspektmarken brauche ich noch 15 und habe 19. Okay, gut, dann locken wir weiter. So, Dollar, als nächstes haben wir einen Demon Hunter. Und bei dem ist es auch so, dass ich jeden Slot habe und ich einfach nur nicht abgegradet habe. Das kann ich mir doch nicht erzählen. Ich krieg 2 Ringe, ne? Ich habe extra alle Teile nicht abgegradet. Seht ihr, für 15, für 15, für 15. Die sind alle auf 4,15. Gut, die habe ich schon abgegradet. Und was kriege ich? 2-mal einen Ring. Ja, natürlich, hier upgrade-technisch wäre das echt super, ne? Hab sogar alle Stats dabei. Crit Mastery und hier Tempoverse. Egal, was ich brauche, sind auf jeden Fall Biss-Stats drauf. Aber, ja, das kann ich vergessen. Jetzt muss ich mal gucken, ob der noch Marken braucht. Der Char würde noch 16 von den kleinen Marken brauchen. Ja, du, das mit den Ringen, ne? Schade, schade, aber die können wir dann leider nicht nehmen. Wir brauchen Marken. Es hilft leider alles nichts. Mal das mal so. Jetzt bin ich gerade überlegen. Also ich werde es wahrscheinlich jetzt eh... Warte mal. Ich werde es wahrscheinlich jetzt eh die Woche fertig machen. Wisst ihr, was ich meine? Das bessere Gefühl, dass es irgendwie zumindest ein paar Upgrades gibt. Hätte ich gesagt, grade ich die Sachen einfach jetzt ab hier. Gucken wir mal hier an. Erstmal die Main Slots. Okay, dann haben wir jetzt noch quasi 1, 2. Hatte ich jetzt die kleinen Marken eigentlich noch gebraucht? Wait. Doch verkackt? Ich glaube, meine Liste hat mich... Ah, hierfür habe ich die kleinen Marken noch gebraucht. Okay, wollte gerade sagen. Den Rücken, den muss ich natürlich auch noch upgraden. Okay, jetzt haben wir zumindest schon mal... Warte mal, jetzt kann ich meine Liste ein bisschen ausfüllen hier. Jetzt wird es hier ein bisschen grüner, ne? Jetzt habe ich das hier komplett. Und von den Off-Slots, was habe ich da jetzt abgegradet? Die Schuhe waren das noch. Schuhe haben wir noch. Okay. Und jetzt brauche ich quasi nur 1, 2, 3. 3. Ich habe noch 14. Von dem anderen habe ich noch 12 und brauche jetzt 45 müssten das sein, ne? 3 Upgrades, also 33. Gut, wenn ich 3 Keys in Time laufe, dann habe ich es mit dem. Also der muss gar keine 4 mehr laufen. Wenn ich mal irgendwo was verkacke oder eine Gruppe irgendwas verkackt, dann vielleicht noch mehr. Aber den dürfte ich die Woche oder spätestens nächste fertig kriegen. Also das sollte kein Stress sein. Naja, gut. Aber lieber wär mir direkt ein Slot gewesen, ne? Dann hätte ich mir die großen Marken gespart. Schade aber auch. So, jetzt nehmen wir den Paladin hier noch mit rein. Der braucht nicht wirklich mehr was. Also den hatte ich letzte Woche fertig gemacht. Seht ihr, die ganzen T-Mog-Slots habe ich alle auf 5,19 aufwärts. Also der ist komplett durch. Aber wir machen jetzt mal den Vault auf, weil ich für die letzten Marken ja noch im Plus war. Mal gucken, was wir hier rauskriegen. Okay, wir haben jetzt hier irgendein random Trinket drin, das nicht wirklich besser ist. Kriegen wir die Marken irgendwas? Eigentlich nicht, ne? Wisst ihr was? Wir nehmen das Trinket jetzt einfach. Weil das ist 5,15. Also das ist auf jeden Fall nicht besser als das, was ich habe. Aber da ich dann 2 hochlevelige Trinkets habe, müsste ich eigentlich das hier relativ kostengünstig mit einem Flugstein upgraden können. Also mit dem laufe ich jetzt kein M+ mehr oder irgendwas. Aber fürs Leveln oder so, dann ist der nur
noch ein bisschen besser ausgestattet und gut ist, ne? Marken hat der soweit keine mehr, ne? Die habe ich alle ausgegeben. Aber ja, jetzt ist der Char 516, Timok hat er fertig. Und so geht es dann quasi in der Bauch mit dem. Als nächstes haben wir jetzt hier den Rogue noch. Und der braucht wie die meisten Chars noch einen Gürtel. Irgendwie am Ende brauchen sie immer alle noch einen Gürtel und Handgelenke, ne? Und der letzte Slot sind meistens, ja, Gürtel, Handgelenke und Gürtel ist meistens der allerletzte. Gut, drückt mir die Daumen. Mit dem war ich, glaube ich, auch für Keys. Und Marken kann der aber tatsächlich auch ein paar brauchen. Nice. Wenigstens mal ein Item. Okay, das ist ein No-Brainer. Wir nehmen auf jeden Fall den Gürtel. Sehr schön, sage ich euch da an der Stelle. Dann hat der tatsächlich alle Slots und dann muss ich nur noch Marken farmen. Nice, zumindest ein Item gekriegt, was ich wirklich brauchen kann. Jetzt muss ich bloß, das ist auch vor allem 5,15, ne? Heißt, ich brauche da nicht wirklich mehr kleine Marken. Jetzt können wir schon mal ein bisschen was ausgeben, weil ich denke mir, dass dann eh die nächste Zeit fertig machen wird. Dann muss ich jetzt gar nicht mehr auf irgendwelche Vaults warten oder so. Jetzt schauen wir mal. Also wir können auf jeden Fall die Hände schon mal upgraden. Und die Hose. Ich kann ja auch schon mal eintragen. Die Hose. Ups, das war das falsche Grün. Das hier wollen wir. Habe ich den Kopf nicht auch schon? Ah ne, den Kopf muss ich auch noch upgraden. Okay, jetzt braucht der quasi noch... also das haben wir auch fertig, den Gürtel. Jetzt habe ich da quasi kein Item mehr, was ich brauche. Ich brauche nur 1, 2, 3 Upgrades. Also 45 von den großen Marken. 45. Und von den Würmwagen brauche ich quasi 0. Achso, und hier habe ich jetzt aber auch so gut wie keine mehr, oder die habe ich jetzt ausgegeben. 9 Stück, okay. Mal aktuell halten, also braucht er jetzt 36 Marken. Also es wären 3 In-Time-Keys. Theoretisch, dann wäre der Char fertig. Ja. Sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus. Duty, also das freut mich, dass der Rogue jetzt da weitergekommen ist. Wichtig sind halt eigentlich immer die DD-Klassen. Bei den Tanks finde ich noch leichter eine Gruppe als bei den DD-Klassen. Okay, dann loggen wir weiter. Der nächste Char ist mein DK und ratet mal, welchen Slot der noch braucht. Richtig geraten, natürlich den Gürtel. Normal, vielleicht haben wir hier auch ganz viel Glück und kriegen noch einen Gürtel raus. Ich glaube, ein paar Marken braucht der auch noch, oder? Wenn ich jetzt gucke, nee, markentechnisch ist der durch. Aber das wird ihm auch nichts bringen, oder? Jetzt gucken wir mal, was haben wir hier? 5,15. Schwierig, das bringt eigentlich alles gar nichts, ne? Hier überlegen. Gut, ich könnte die Marken nehmen und irgendwelche Off-Slots oder so upgraden, ne? Also wenn, dann das oder Gold. Ja, weiß jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Dann nehmen wir halt die und tun halt irgendwie Strinkel oder so upgraden. Wie viel brauche ich denn für das eine? Da brauche ich quasi 45. Also könnten wir theoretisch 2 Upgrades einmal naushauen. Auf zum Beispiel ein Trinket oder so, ne? Ein bisschen höheres Schild. Gut, den Rest muss ich sparen, falls ich noch einen Gürtel kriege, ne? Dann reicht es auf jeden Fall, den sofort abzugraden. Also kann sein, dass ich mit dem einen Key laufen muss oder ich laufe 20.000 und kriege den Gürtel trotzdem nicht. Mal gucken. Schade, mit dem hat man leider kein Glück. Dann haben wir als nächstes jetzt noch den Hexenmeister. Und mit dem war ich auch im PvP unterwegs. Jetzt muss ich mal gucken, ob da noch was Tolles drin ist. Okay, wir haben einen Gürtel gekriegt. Ja, den nehmen wir doch. Und da ich mit dem fertig bin, können wir eigentlich auch hoch zum Katalysator. Und das Ding noch umwandeln. Jetzt muss ich mal schauen, habe ich nur irgendwelche anderen Off-Slots? Also gut, ich gucke halt meistens, ne, dass ich mit den Chars mir eigentlich die T-Sets hole. Ne? Das bringt ja jetzt als erstes am meisten. Und zum Teil habe ich halt auch noch so Kisten, die ich mir dann von dem anderen Tink rüberschicke. Ne? Du kannst ja dann ein paar von denen, was sind es, Eroberungspunkte? Genau, die kannst du in eine Kiste einpacken und dann rüberschicken. Und quasi dann aufmachen, je nachdem, ob du Glück hast, kriegst du dann halt einen richtigen Slot raus mit dem. Ich weiß gar nicht, ob ich das aus einer Kiste habe, die Waffe, oder aus dem letzten Vault.
Kann beides sein. Denn Waffe kostet relativ viel, die kaufe ich meistens nicht. Ich habe mit dem Worry habe ich zum Beispiel ein Schild aus der Waffe gekriegt und da habe ich nicht den Spec umgestellt. War ein bisschen ärgerlich, aber gut, mit dem habe ich eh die Legendary-Waffe, ne? Von dem her ist eh wurscht. Gut, dann wandeln wir das Ding jetzt noch um. Dann gibt es da quasi noch einen T-Mock. Oi. Oder auch nicht. Ich dachte, das bringt jetzt noch einen T-Mock. Ah, das ist ein Offslot und anscheinend habe ich das letzte Season schon gemacht. Stimmt, die Offslots haben ja dieselbe ID. Ja, okay, so viel dazu. Schauen wir da mal noch so eine Kiste. Schade, hätte ja so ein grandioser Umhang drin sein können, anscheinend mit dem vergessen, so eine Kiste aufzumachen. Gut, okay, dann gucken wir weiter. Ah, als nächstes haben wir noch einen Magier. Oi, der hat noch so Marken. Ha, hättest du mal vergessen, anscheinend die zu benutzen. Okay, jetzt muss ich mal kurz gucken, was der noch braucht. Tabelle. Der braucht noch zwei Items, Gürtel und Handgelenke. Das ist big. Da sind Handgelenke drin. Seht ihr auch hier wieder? Ich sage doch. Gürtel, Handgelenke, bei allen Chars irgendwie das Letzte. Dann nehmen wir auf jeden Fall... Ach, guck mal, der Kopf wird theoretisch mir Marken sparen, aber... ne? Ganz klar, wir nehmen die Handgelenke. Den Slot habe ich nämlich gar nicht bis jetzt. Und das wird auf jeden Fall das Nächste sein an der Stelle. Gut, aber ich habe ja hier anscheinend noch ein paar Marken, dann können wir die auch noch ausgeben. Ich will mal beim Hexer hier den Sack vergessen, bei dem hier die Marken, also ziemlich weird. Ich glaube, das ist aus dem LFR, oder? Ja, okay, das bringt mir nichts. Das wäre noch schön gewesen, so ein Multitoken zu haben. Gut, jetzt legen wir das mal an. Lass uns nicht vergessen, hauen wir gleich die VZ drauf. Was hat man da? Geschwindigkeit? Da haben wir es. Die sind eigentlich alle relativ günstig, die VZs, ne? Außer die auf dem Gürtel, beziehungsweise die auf den Waffen. Kostet man immer ein bisschen mehr. Okay, das haben wir drauf. Dann kann ich das auch gleich mal austragen. Also Handgelenke haben wir auch. Dann brauchen wir dem Magier auch nur noch einen einzigen Slot. Und jetzt hätte ich aber gesagt, hauen wir ein paar von meinen Marken raus, die ich hier rumliegen habe. Also den Kopf graden wir ab, den muss ich dann aber oben noch in den Katalysator packen. Dann die Schultern. Dann hier die Brust. Den machen wir noch, dann haben wir schon mal die Main Slots. Habe ich denn jetzt noch ein Ding, kann ich nur upgraden. Nehmen wir noch den Umhang, oder? Nehmen wir noch den Umhang. So, okay. Muss ich mal geschwind schauen, wie viele Marken ich jetzt noch von was brauche. Also von den großen brauche ich quasi jetzt hier noch einmal, ne? Also 15. 19 plus 19. Und hier auch, also 30 brauche ich insgesamt noch. Und ich habe jetzt noch 7. Also das sieht eigentlich sehr gut aus. Benötigt 30 und ich habe noch 7. Also ich habe mit ein paar Chars, unter anderem den Magi, habe ich die halt gespart, die Sachen. Je nachdem, was ich halt aus dem Vault kriege, ne, dass ich es nicht quasi rauswaste. Und von den Wappen des Wurms habe ich jetzt noch 60. Wappen des Wurms habe ich 60. Und benötige eigentlich ja maximal 45, ne, wenn ich es jetzt aus dem M-Plus ziehe. Also sieht das schon mal gut aus. Jetzt können wir mal gucken, was wir hier noch reinpacken können. Also einmal hier Kopf. Gut, dass ich das noch nicht abgegradet habe. Mir fällt gerade eins ein. Ach, Gott sei Dank habe ich es nicht abgegradet. Und zwar, also das ist jetzt hier auch wieder auf dem Twink-Account, ne? Ich brauche die Handgelenke auf HC-Item-Level. Und dann auf Mythic-Item-Level noch einmal upgraden. Jetzt habe ich nämlich HC-Item-Level damit fertig. Seht ihr das? Wenn ich es jetzt gleich abgegradet hätte auf 519... Und dann erst rein, dann hätte ich trotzdem das HC-Item-Level nicht gehabt. Gott sei Dank habe ich es nicht gemacht. Glück gehabt, jetzt bin ich mit Ding fertig. Mit, sagt's mir. Mit Heroic Modus brauche ich nur noch mythisch. Packen wir rein. Und auch noch. Sieht schon mal halbwegs gut beim Magier aus. Also seht ihr jetzt, beim Magier ist es noch Handgelenke und Taille. Die Handgelenke brauche ich einfach nur Marken und die muss aber noch droppen. Jetzt können wir das hier einmal eintragen. Also das können wir alles grün machen. Grün, grün, grün.
Hier können wir auch grün und das ist schon, also da sind jetzt wie gesagt noch die beiden. So, jetzt haben wir noch den Shami und dann müssten wir durch sein mit allen Chars. Genau. So, dann haben wir jetzt noch den Schamanen und mit dem brauche ich noch die Brust tatsächlich. Oh, da war ich auch nur einen Key. Aber es ist leider keine Brust drin. Jetzt muss ich mal gucken, markentechnisch brauche ich nicht mehr unbedingt welche. Aber der Hals, bringt mir der was? Den habe ich nicht mal gesockelt. Was brauche ich denn für Stats? Mastery. Hat der Mastery drauf? Ich glaube, ich nehme sogar den Hals. Weil Marken habe ich eigentlich genug von den kleinen, wisst ihr? Und das wird dann eh keinen Sinn machen. Aber noch ein Tertiär-Stat. Hat der ein bisschen besseres Gear, schadet bestimmt auch nicht, um in Gruppen reinzukommen. Weil, wie ihr seht, brauche ich ja nur noch die Brust. Und da brauche ich dann maximal 45 von den kleinen Marken und das passt schon. So, ich habe jetzt noch 46 von den großen. Ich glaube, wir hauen jetzt schon mal ein bisschen was raus. Also, was haben wir denn noch nicht abgegradet? Na komm, machen wir mal hier. Eins. Zwei, da muss ich ja nochmal hochfliegen für die Sachen, ne? Die beiden mal. Dann nehmen wir Handgelenke noch. Moment, ich brauche auch noch einen Rücken, oder? Weil der ist jetzt auf 5,15. Anscheinend habe ich das nicht gecheckt, dass das keiner von den ganz Großen ist, oder? Können wir nochmal kurz gucken. Brust, Rücken. Scheiße, ich brauche auch noch einen Rücken. Anscheinend habe ich das gar nie geblickt, dass ich da noch was offen habe. Ich hätte jetzt gedacht, weil ich den auf 5,15 abgegrillt habe, dass, ne, das noch ein so kleiner ist, aber ist dass es ein ganz normaler ist, den ich jetzt auf 5,19 upgraden kann, aber der ist auf 8,8. Das ist natürlich blöd. Okay, da muss ich dann nochmal gucken. Das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Jetzt wandeln wir die Teile mal um, weil ich denke mal, auf die wird es eh hinauslaufen. Und dann müsste ich mal noch gucken, zwecks VZ-Geschichten. Also hier ist anscheinend Mastery. Hier habe ich einen puren Mastery-Stein reingemacht, das ist eigentlich mal nicht so clever. Oh, aber ich schaue jetzt auch nicht nach, was ich da unbedingt brauche, was dann der zweitbeste Stat ist. Komm, wir hauen jetzt einfach Mastery rein. Ist es besser als nix. Immer full of Mastery. Aber jetzt wandeln wir mal die anderen Sachen schon mal um, dass wir das nicht vergessen. Heute, das habe ich... Ach, schon mal, das habe ich auch nicht umgewandelt, so wie es aussieht. Auch noch nicht. Eins. Nochmal einen T-Mock bringen. Zwei. Und die kann ich jetzt schon mal quasi im Vorfeld umwandeln. Dass ich den Umhang da auch noch brauche, ist natürlich blöd. Das hatte ich jetzt halt überhaupt nicht geguckt, tatsächlich. Muss ich gestehen. Okay. Gut, jetzt schauen wir mal, was ich noch brauche. Ich brauche quasi von den großen Marken noch 1, 2, 3, 4, also 60 sind es insgesamt. Benötigt 60 und haben tue ich jetzt noch 1. Na gut. Ist jetzt nicht so prickelnd. Dann von den kleinen Marken brauche ich eigentlich 45, ne? Genau, und ich habe 46. Passt schon mal. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch die Geschichte auf dem Ding drauf hier. Auf den Hals. Also, wo haben wir jetzt die Gegenstandsverbesserung? Hals. Davon 2. Und davon noch 1. Dann gucke ich mal, wie der eine Sockel hieß. Habe ich ihn hier drauf gemacht? Neltarit ist das. Okay. Reed. Nee, keinen Rohn. Wisst ihr was? Wir nehmen jetzt einfach Mastery Tempo. Ich habe keine Ahnung, ob Tempo der zweitbeste Stat ist, aber
glaube, so einfach nur Single-Stats, da hast du overall halt weniger, wisst ihr? Also ist das eigentlich nicht so prickelnd. Kann jetzt natürlich sein, dass ich jetzt hier, ne, Tempo nicht der zweitbeste ist, sondern Versa oder Crit. Wobei Crit ist eigentlich selten bei den Chars richtig gut. So, 1, 2. Ah ja, dann hat er zumindest einen vernünftigen. Einen vernünftigen Hals. So. Achso, ich muss nur austragen, was ich jetzt aufgewertet habe. Kopf, Schultern hatte ich schon. Handgelenke hatte ich noch. Hände und Hose. Eine Liste dann ein bisschen besser aussieht und nicht abgegradet habe ich quasi Gürtel, Schuhe. Und was ich halt nicht habe, sind Rücken und Brust. Okay, gut, dann schauen wir weiter. Ich bin jetzt nochmal zurückgelockt auf den Worry. Und zwar, weil ich da das PvP-Zeugel anhatte, habe ich vergessen, mein richtiges Gear für M+ quasi abzugraden. Jetzt speichern wir das mal unter PvP. Und dann ziehe ich jetzt, ups, das wollte ich nicht, ziehe ich jetzt mal hier die ganzen PvE-Teile wieder an. Und dann kann ich mal noch gucken, was wir upgraden können. Ich glaube, hier hatte ich die ja alle ausgelagert, ne? Hier, das hier, das hier. Schau mal, ne, da fehlt noch irgendwo was. Ich glaube, die Schulter, ne? Die habe ich da auch noch besser. Jawollo. So. Ach, und die Waffen, das macht natürlich keinen Sinn. So hatte ich das, glaube ich. Ja, sieht halbwegs gut aus. So, wir können nämlich hier von den Sachen auch noch was upgraden. Weil ich habe ja hier noch ein paar Marken rumliegen, wisst ihr? Gut, also die sind schon. Muss die auch noch oben den Katalysator packen, sehe ich gerade. Vorhang ist, das ist. Okay, gut, die beiden Slots brauche ich noch. Dann machen wir doch jetzt mal die Handgelenke, oder? 15. Für 19 so rum. Viertel, reicht das dafür auch? Nee. Was muss ich denn dann noch? Den Gürtel. Und die beiden theoretisch, ne? Schauen wir beim Worry. Also ich habe die Handgelenke. Gürtel haben wir nicht. Und jetzt wie viele Marken habe ich wieder? 41. Und da brauche ich quasi noch 45, ne? Von den Aspekt, weil es noch 3 Slots sind. Und hiervon habe ich noch 4. Das ist natürlich jetzt eher wenig. Und wie viel würde ich maximal noch brauchen? Also hier brauche ich noch 30, also zweimal, ne? Und wenn ich die komplett upgraden müsste, dann wären es 45, 45. Ne? Also 90, 120 wären es dann. Also so ganz in der Theorie, aber wahrscheinlich, wenn ich einen Slot aus dem Vault rauskriege, dann soll es ja wohl noch ein bisschen nach oben gehen. Jetzt würde ich sagen, fliege ich mal zum Katalysator hoch und pack die mal noch rein, die Teile, die quasi jetzt noch nicht auf Tierslots sind. Und dann sind wir eigentlich tutti kompletti durch. Jetzt die laufende Woche werde ich jetzt wahrscheinlich noch mehr bisschen PvP machen, ne, weil dann die Season sonst endet. Was ich jetzt geguckt habe auf dem PTR, kannst du die M-Plus-Items danach immer noch kriegen, ganz normal. Also das Upgraden ist auch nicht raus, aber die PvP-Sachen, die fliegen halt raus nach der Season. Deswegen werde ich mich wahrscheinlich eher darauf konzentrieren. Aber ich denke mal, spätestens im Pre-Patch mache ich das Ding auf jeden Fall noch fertig. Okay, anscheinend habe ich irgendwie die Schuhe schon, keine Ahnung woher. Heißt, die hätte ich gar nicht upgraden brauchen. Perfekt. Dann packen wir jetzt hier einmal die Handgelenke rein. Und da packen wir jetzt die Taille rein. Ich könnte bei den Schuhen noch gucken, was brauche ich denn? Tempo? Was habe ich da drauf? Kein Tempo. Also ich kann sie mal noch umwandeln für Stats, ne? Wie mehr Ding werde ich wahrscheinlich bei dem eh nicht brauchen, oder? Bei Tempo Versa. Na komm, machen wir das mal. Gut, dann ist der auch durch. Und dann
einmal wegporten. Und jetzt schauen wir einmal noch in die Liste rein. Also aktuell fehlen mir jetzt halt mit dem Hexer 1, mit dem Priester 2 Items, eins mit dem Worry, eins mit dem Evoker, eins mit dem Hunter, dann der Monk ist fertig, der Demon Hunter ist fertig, der Parler ist fertig und der Rogue. Also die haben zumindest alle Slots, sind aber bis auf den Parler, ne, der hat natürlich schon alles abgegradet, aber da muss ich dann nur noch Marken farmen. DK1, Mage 1 und der Shami braucht ja zwei. Da dachte ich, ich brauche eins, aber ich brauche nur zwei. Also viele Slots sind es nicht mehr. Ein paar Marken muss ich jetzt auch noch farmen. Ich habe das jetzt hier unten mal so ein bisschen eingetragen. Da, wo es grün ist, habe ich quasi halt, das könnte ich auch noch grün marken, habe ich quasi schon genug Marken. Bei den anderen muss ich noch ein bisschen was farmen. Und ja, mal gucken, wie es jetzt die nächsten Wochen noch rausgeht. Aber ich denke mal, das kriegen wir schon fertig. Juti, das war's mit dem kleinen Opening. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tilla, bis dahin. Ciao.